Jetzt gibt es wieder ein Video von mir und ich möchte heute mal ein Buch ein bisschen näher vorstellen. Ihr kennt das, ich habe euch das ja schon öfter empfohlen, schon vor über einem Jahr, der Gewissenskonflikte von Raymond Franz. Und ja, das ist ein großes Buch und das hat 400 Seiten und manch einer traut sich nicht ran. Und ich habe von einigen mitbekommen, dass sie das noch gar nicht gelesen haben. Ich empfehle überhaupt sonst gar kein Buch, außer dieses Buch, Wer jetzt Zeuge Jehova war. Also das ist jetzt ein Video, denke ich mal, was eigentlich fast nur Zeugen Jehovas interessiert. Und ich denke, das ist wirklich gut, wenn man sich damit beschäftigt, was ich auch mitgekriegt habe jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, dass viele Probleme haben, wenn sie rauskommen bei den Zeugen Jehovas. Und ich denke, dass viele verlieren ja da ihren Glauben oder sind ja da drin eigentlich schon, haben schon gar keinen Glauben gehabt oder haben den da drin schon verloren, wenn sie noch bei den Zeugen waren, nicht erst, wenn sie rauskamen. Und das ist natürlich sehr schade, aber selbst diejenigen, die noch weiter an ihren himmlischen Vater festhalten möchten und da die Beziehung überhaupt erstmal aufbauen, richten dich auch zu Jesus, seinem Sohn, dass sie einfach dieses Buch, dass es einfach sehr wichtig ist, dass man einfach von dieser Schiene, auf die man raufgesetzt wurde, dass man da gut von runterkommt. Und ja, da haben natürlich hat jeder so ein bisschen vielleicht im ersten Moment so seine Probleme. Manch einer, der hat es leichter. Also mir ist das ja nicht so schwer gefallen, weil ich als junger Erwachsener dazu kam und selber schon auf eigenen Füßen stand und da nicht reingeboren bin, dann ist das immer noch ein bisschen andere Sache und habe auch mitbekommen, dass die Leute das einfach ein bisschen schwerer haben, wenn sie da rausgehen, weil sich von Kindheit an schon alles da drum gedreht hat und es hängt immer damit zusammen, wie das Elternhaus das aufgefasst hat und ja, sind viele kleine Stellschrauben noch. Ich möchte euch das Buch jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen und einmal die wichtigsten Punkte daraus erwähnen und ich denke, dass das sehr schwierig machbar ist, weil natürlich sehr viele interessante Punkte da drin sind. Also die Essenz hier rauszuholen aus so einem Buch ist natürlich schwierig, weil da braucht man natürlich ein paar Stunden für, weil das sehr viel Stoff ist und das auch sehr ausführlich und sehr gut auch beschrieben ist. Und man merkt, dass er schon an vielen Büchern gearbeitet hat und mitgewirkt hat, ja, dass er eben Dinge sehr ausführlich eben berichtet und auf den Punkt bringt. Und ich erkläre deswegen dieses Buch, weil es gibt einige, die bei den Zeugen Jehovas waren, die viel erlebt haben, die Missionare waren oder so wie wir im Ausland waren und darüber bestimmt einiges berichten können. Aber das ist relativ uninteressant dazu, weil das immer nur einzelne Punkte waren oder so, das aufgenommen wird von einigen. Aber hier wird einfach beschrieben, was ist oben in dieser Leitung passiert, was ist damals gelaufen. Wie wurde es schön geredet über die ganzen Jahrzehnte? Was passiert heute, dass sich also gar nichts geändert hat, bis heute einfach eher noch manche Dinge schlimmer geworden sind, noch mehr alles ja, geheimer gehalten wird. Es ist eigentlich wie so eine Geheimgesellschaft, kann man sagen. Auch wenn sie sagen, wir sind öffentlich, dass man da sonntags damit sich oder in der Versammlung sich mit hinsetzen kann. Aber da fährt man nicht wirklich, wie der ganze Laden wirklich läuft, sondern wenn man erst drin ist und merkt, wenn man eben Zeuge Jehovas, wenn man wirklich drin ist, getauft ist und dann nicht alles so mitmacht und eigene Ideen hat und sagt, so das und das oder Fragen hat, ja nicht nur eigene Ideen, also wenn man nur Fragen hat, warum macht ihr das so und so, dann wird man schon schief angeguckt und dann geht eigentlich schon was los, was man so von draußen oder als Besucher oder aus den Schriften von denen nie herausfindet. Und das ist das eigentlich was Interessantes und deswegen finde ich dieses Buch von Raymond Franz, das erste, ja, der Gewissenskonflikt, ein sehr wichtiges Buch. Also man kann das einfach bestellen, das ist gar nicht so teuer. Ich weiß gar nicht mehr, was das so kostet, 20, 30 Euro, glaube ich, sowas war das. Das gibt es aber auch kostenlos im Internet. Ich weiß auch, dass einige das im Internet gelesen haben. Auch das zweite Buch von ihm, das kann man auch dort lesen. Ich kann es jedem empfehlen, macht das, nehmt euch die Zeit, guckt euch dieses Buch an, manch einer braucht vielleicht länger und sollte sich das vielleicht zweimal durchlesen, der vielleicht große Probleme hat, wenn er da noch drin ist. Das ist ja eigentlich so mein Anliegen, dass da Leute noch drin sind, die wirklich Interesse haben an der Bibel und an ihren himmlischen Vater und ja, Glaubensbrüder sind sozusagen, die ausgebremst werden, massiv von solchen Leuten,
die da denken, die sind da Gottes Kanal oder so und das anderen so verkaufen. Gut, ich habe jetzt, denke ich mal, genug erstmal allgemein erzählt, warum ich das jetzt mache oder was eigentlich der Sinn ist. Ich komme jetzt mal zu diesen Punkten da drinnen. Hier wird gleich auf Seite 12, ich erzähle mal so die Seitenzahl, was da so drin beschrieben wird und ich hoffe, dass ich da einige mit ermuntern kann, sich das auch mal anzugucken und das zu lesen, dass sie da weiterkommen und ihren Glauben nicht vernachlässigen und zur Bibel finden. Was auch, wo das Buch auch hinführt und wozu aufruft, das werden wir zum Schluss nachher noch sehen. Also er hat hier auf Seite 12 erklärt oder gezeigt einfach mal, hat das verglichen mit anderen, also zum Beispiel mit Hans Küng, der war katholischer Priester, oder mit Desmond Ford, also der war Professor bei den Sieben-Tags-Adventisten. Und diejenigen waren auch Querdenker und haben andere Dinge anders gesehen und haben gesagt, das kann hier so nicht sein in ihren Religionen und wie sie da behandelt wurden und wie er, der nur Kleinigkeiten mit Privatpersonen mal anders besprochen hat, wie er denn schon verfolgt wurde da drinne, kann man nicht anders nennen, und rausgeschmissen und rausgeekelt erst, hat nicht so geklappt, dann haben sie nachher mit irgendwelchen Sachen, haarsträubenden Geschichten dann rausgeschmissen, wo wir jetzt aber nicht drauf groß eingehen, sondern eigentlich, was so die Zeugen Jehovas so durch die Geschichte so gemacht haben, wie die so mit Menschen umgehen, so die Punkte habe ich mir jetzt mehr so rausgesucht, nicht das, wie er jetzt da seine Verfolgung erlebt hatte, die man auch eigentlich gar nicht anders nennen kann. Dann haben wir hier auf der Seite 43, wird auch gezeigt, wie das eigentlich ist, wenn man irgendwie ausgeschlossen wird, wie das überhaupt abläuft bei den Zeugen, dass da einfach geheime Sitzungen stattfinden, über die man irgendwie hinterher keinen Zugang bekommt, auch andere nicht einsehen dürfen und dann werden die sozusagen verurteilt und die Sachen werden dann unter Verschluss gehalten. Also wenn man da rausgeht, dann wird das aufbewahrt. Also man bleibt da lebenlang irgendwo bei denen in den Schränken irgendwie, dass sie den, was man denn angestellt hat. Klar, das einerseits macht es ja Sinn, wenn jetzt jemand was ausgefressen hat, sich nicht an biblische Grundsätze gehalten hat, wenn der ausgeschlossen wurde deswegen, dann kann man natürlich nachgucken, warum wurde der ausgeschlossen, hat er dann bereut, kann er wieder aufgenommen werden, so von der Sache her. Aber wenn jetzt jemand biblische Dinge anders sieht, eigentlich gar keinen Fehler begangen hat, eigentlich hätte er nie ausgeschlossen werden dürfen, ja, warum behält man diese Sachen noch? Aber weil die Leute werden ja als die gefährlichsten betrachtet, weil die ja den Laden bloßstellen können. Das ist ja von Anfang an so. Und deswegen haben doch die Zeugen Jehovas so die Angst, im Gegenteil zu irgendwelchen anderen Organisationen wie Katholiken oder Sieben-Tags-Adventisten. Ja. Da kann man immer noch die Versammlung besuchen und ist nicht so, da wird nicht gleich gerufen, wie ich das ja auch gemacht habe, wenn ich, also ich bin ja auch nochmal in die Versammlung gegangen, als jemand ausgeschlossen wurde und ich habe nur mit jemandem ganz kurz gesprochen, das war vielleicht 1 oder 2 Minuten, ich glaube noch nicht mal 2 Minuten, da kam gleich jemand an, weißt du das, mit wem du da redest, das ist ein Ausgeschlossener, ja? So nach dem Motto, der hat irgendwas, der hat eine Krankheit oder sonst wie was, ja? Halte dich, dreh dich weg, du musst sonst. Es ist ja deine Sache, haben sie dann gesagt. Ja, ist ja deine. Aber wenn sie das nicht macht, ja, dann hat sie gleich ein Gespräch mit den Ältesten, ja, diese Person. Also so ist das. Und jeder kann das ausprobieren, wer denkt, dass das nicht so ist. Da kann er einfach sagen, ich bin Ex-Zeuge Jehovas und will hier ein paar Leute aufklären. Dann kann er gleich mal sehen, wie die da reagieren und dass er sofort raus ist. Da kommen die gleich und sagen, sie haben, wollen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Und das beschreibt er hier dann eben einfach auch auf diese Seite 43 hier. Seite 50, hier wird hier gesagt, da wird über den Nathan Noah gesprochen, den Präsidenten. Und da hat er eigentlich auch gesagt, wie das eigentlich abgelaufen ist. Was war und was ist wahrscheinlich genauso noch, die Arbeit oben in der leitenden Körperschaft bei den Zeugen Jehovas. Und da sind interessante Sachen dabei. Da wird immer erzählt, dass da einer eingeschlafen ist. Ja, der war schon älter und den haben sie noch nicht geweckt, wenn die Abstimmungen sind. Klar, wenn er die ganze Zeit sowieso verpennt hat und so weiter, dann braucht er auch nicht mit abstimmen. Aber der hätte auch mit abstimmen können, weil die haben ja manchmal Namen vorgelesen aus den Ländern. Also die haben da Kreis- und Bezirksaufseher irgendwie ernannt, ob die jetzt nun wirklich Kreis- oder Bezirksaufseher werden sollen. Da haben die irgendwelche Namen vorgelesen und dann haben die darüber abgestimmt. Die haben also das ruckzuck da durchgezogen und dann kamen die Leute, waren aus Suriname, Sambia oder Sri Lanka, ja, also die haben dann Tamil gesprochen oder so. Und ich war ja auch in Malaysia viel im Tamil-Gebiet da auch, also habe mit Tamilen eigentlich das meiste zu tun gehabt da. Und die Sprache ist wirklich hammermäßig und wenn da welche sitzen da oben in der leitenden Körperschaft, die von der Sprache noch gar nichts gehört haben und die lesen da irgendwelche Namen vor,
Die können da auch genauso gut da Meerschweinchen und irgendwelche anderen Sachen da erzählen da, auf diese, deren Sprache und machen daraus Kreise und Bezugsabsicher. Ja. Das merken die noch nicht mal. Also da sieht man erstmal, wie irrsinnig das ist. Da geht es eigentlich nur um Zahlen und irgendwelche Namen. Dann haben sie es abgewunken, wie man das auch bei den Zeugen so sieht. Ja. Wir haben eine Resolution, stimmen alle damit zu. Gar keiner wusste, worum es geht. Alle hemmen die Hände. Und so hat er das auch genauso beschrieben. So läuft das auch da oben ab. Die konnten sich noch nicht mal vorbereiten auf diese ganzen Sachen. Da kam der hin, legt irgendwelche Sachen auf den Tisch. Die wissen gar nicht, worum es geht. Und aber erzählen in den Versammlungen tun so was anderes. Was erzählt der, der selbst dabei war, der ein Mitglied der leitenden Körperschaft war, 9 Jahre lang, der erzählt genau das Gleiche, was wir hier also in den Versammlungen auch oft genug gesehen haben. Seite 52, müssen wir mal gucken, worum geht es jetzt hier. Ach so, das war ja auch eine ganz krasse Begebenheit. Da wurde ein Ehepaar, also auch wieder eine Sache, wo die kein Material vorher bekommen haben, sind dahin, also kamen zusammen die leitende Körperschaft und dann wurde ein Ehepaar beschuldigt, dass die irgendwie ihren Sex irgendwie verkehrt ausgeführt haben oder solche Sachen. Also guckt euch das wirklich an, das ist haarsträubend, was hier beschrieben wird. Und dann haben die da in ein paar Stunden irgendwie beschlossen, ja, die können keine Zeugen Jehovas mehr sein irgendwie. Die Frage ist aber, die auch nie benannt wurde, wie ist denn da überhaupt jemand in das Schlafzimmer gekommen, um das überhaupt festzustellen, was da gelaufen ist oder was auch immer. Also das sind Sachen, das ist unglaublich, wenn man das nicht gelesen hat. Und wenn das alles Quatsch gewesen wäre, dann hätten die, die Lacht und Gesellschaft hatten, eine Menge Anwälte, die hätten denen schon sehr viel Schwierigkeiten bereitet. Also da ist, der hat ja so schon sehr viel Sachen und Fakten gehabt, dass er das einfach so auch schreiben könnte in seinem Buch. Noch eine andere Sache, die jetzt nicht direkt mit dem Buch zu tun hat, aber die ich aber jetzt in dem Zusammenhang bringen möchte, ist mich auch ganz interessant, dass bei den Medien die letzten Jahrzehnte ja immer solche komischen Aussteiger kamen in irgendwelchen Talksendungen abends. Und die Frage ist, warum kamen immer so eine merkwürdigen Typen, die einen Haufen Blech erzählen, zum Teil, oder Unwichtiges. Aber der Raymond Franz, der war ja bekannt. Warum hat man den nie eingeladen? Warum hat man den nicht vor 20 Jahren oder 30 Jahren mal irgendwie da bei Bioch Schreinemackers oder wie die alles hießen, die da abends irgendwie eine Show gemacht haben, die hätten das vorher mal eine Woche oder 14 Tage angekündigt. Hier kommt der große Aussteiger aus der Leitnerkörperschaft von ganz oben. Ja, der hat Bücher geschrieben und der ist jetzt hier und erzählt uns jetzt mal, was da wirklich läuft. Warum ist das nie passiert? Das ist eine ganz interessante Frage, wenn man die sich einfach mal stellt. Warum haben die den nie eingeladen? Der wäre gerne gekommen. Und hätten wir abends eine gute Uhrzeit, wo alle Fernsehen gucken oder Fernsehen geguckt haben noch viele, das gebracht, dann wären ein paar Tage später oder sag ich mal ein paar Wochen später wären ein Viertel der Zeugen Jehovas garantiert ausgestiegen, weil das hätte richtig die Runde gemacht. Und da merkt man eigentlich, aha, wer sind eigentlich die Zeugen Jehovas, mit wem sind die verbändelt oder wen hängen die zusammen? Das ist einfach nicht gewollt gewesen. Oder bis heute nicht. Das ist nicht gewollt. Und da kann man sich ja fragen, hups, haben wir doch mehr mit der UNO und mit anderen irgendwelchen Organisationen zu tun, als wir uns das vielleicht vorstellen. Gut, kommen wir wieder zurück hier auf die Seite 52, wo hier diese krassen Sachen hier mit diesen Geschichten, wo hier Familien zerbrochen sind ohne Ende, weil die da sich eingemischt haben, die Zeugen Jehovas, also das ist... Und was ja auch interessant ist, ist ja, also hier, das war zur Zeit North, wo die dann solche Verhandlungen da geführt haben und denen alles vorschreiben wollten und irgendwelche Schwestern da geschrieben haben, ja, wie darf ich denn jetzt mit meinem Mann umgehen im Bett und so weiter. Und ich weiß ja, dass sie mir das sagen werdet, was ich machen soll. Ja? Also solche Sachen, sie hat das direkt reingeschrieben, was in den Briefen wirklich kam, also sehr interessant. Also sowas ist das hier alles aufgenommen. Und wenn man jetzt unter Betracht zieht, jetzt, dass ja Rutherford vorher, der Präsident vorher war, ja mit seiner Haushälterin eine Beziehung hatte und alle möglichen Sachen ordentlich eingetrunken hatte, dass er oft auch einen ordentlich an der Kanne hatte, dass er den sogar von der Bühne runterholen musste, weil jeder sonst gemerkt hätte, wie besoffen er ist. Und denn relativ kurze Zeit später solche Sachen hier sich eingemischt werden in Familien, das ist irgendwie... Da sieht man erstmal, was das, wer die Zeugen Jehovas eigentlich wirklich sind. Und ja, gut, Seite 70, nächste
Thema. Also da hat er einfach geschrieben hier, da wird geschrieben über die Bücher, die er verfasst hat und was, wie die Zeugen Jehovas darauf reagiert haben und dass sie dann in ihren eigenen Buch Verkündiger des Königreiches Gottes da natürlich alles Sachen reingebracht haben oder auch ein Bild, wo sie dann noch alle Weihnachten feiern. Das Bild hat es schon seit 67 Jahren gegeben, wurde nie veröffentlicht und da mussten sie dann doch ein bisschen rauspacken. Da hatten sie natürlich, das war ein Gegenpol sozusagen, also sie wollten was gegen Friends, seine Bücher, also gegen dieses Buch, ja. Mussten sie jetzt irgendwie was machen, was vornehmen, dass er auch was rausbringt? Wie ist jetzt die Geschichte der Zeugen Jehovas, wo alles schön verklärt wurde und alles verniedlicht wurde? Ja, Russell hat ja dann noch an die Pyramiden so ein bisschen gedacht. Und ja, und dann haben sie das alles so hingestellt, als wenn das alles gar nicht so wichtig war und so als Nebensache. Ja. Und dass das viele Dinge, die da geschrieben wurden und Prophezeiungen und die da abgelassen haben, dass das also ganz wichtig war zu der damaligen Zeit, genauso wie heute bei den Zeugen Jehovas, und wer da nicht genauso mitgedacht hat oder mitgemacht hat, dann wurde der schon ein bisschen ausgegrenzt, denn schon. Ne? Also der wurde nicht ganz ernst genommen, aber da kommen wir nachher nochmal kurz zu. Dann wurde hier gesagt, auf der Seite 80, das finde ich auch nochmal sehr interessant, da wird eigentlich gezeigt, wer eigentlich hauptsächlich zuständig war für die Artikel, die geschrieben wurden. Das war eigentlich Knorr, Fred Franz, also der Vizepräsident. Der war 31 Jahre lang Vizepräsident, der Onkel von ihm, ja, das war der Fred Franz. Und hier der Carl Adams, der noch nicht mal zur leitenden Körperschaft und auch gar kein Gesalbter war, nach deren Vorstellung. Ja. Also die haben eigentlich hier die ganzen Artikel geschrieben und waren dafür verantwortlich und haben nicht irgendwelche anderen mit Besprechungen, was machen wir denn heute, was schreiben wir denn mal jetzt für die nächsten Wochen oder Monate. Das waren dann alles deren Ideen, so wie die das so gesehen haben und so weiter. Dann fasst er hier auf Seite 96 nochmal eine Sache zusammen, dass sein Onkel einen Vortrag gehalten hat, das finde ich gut, dass er das ja auch erwähnt in dem Buch, 1975 vor der Gilead-Schule, dass es gar keine leitende Körperschaft gab. Ich habe ja darüber ein Video gemacht, habe das angehängt, die Übersetzung in Deutsch, und da hat er auch geschrieben, das wurde natürlich nie im Wachturm gedruckt oder so. Hat das hier auch sehr mild beschrieben, wollte sein Onkel da auch nichts groß unterstellen. Und so weiter, aber das ist interessant, dass, wie gesagt, wird hier auch in diesem Buch natürlich erwähnt und behandelt, dass das natürlich bekannt war auch zu der Zeit, klar, dass eine leitende Körperschaft nie existiert hat. Ja, dann hat er hier nochmal auf Seite 133 wird hier beschrieben, darauf hingewiesen, wie schlimm eigentlich, was die eigentlich gemacht haben. Die haben sehr oft irgendwelche Sachen abgestimmt, neue Gesetze erworfen. Und standen sich selbst auch als leitende Körperschaft in der späteren Zeit nachher, so in den 80er Jahren nachher, also sehr massiv auch im Wege. Dann gab es zwar eine Zweidrittel, also Mehrheit, die hätte es eigentlich sein müssen, also eine Zweidrittel Mehrheit, die gab es denn manchmal nicht wegen einer Person oder so. Da haben irgendwie 8 Leute, weiß ich was, abgestimmt und weil 3 oder 4 nachher dagegen waren, dann kam es nicht mehr dazu, dass die eigentlich das, was sinnvoll wäre und viele schon nicht mehr anerkannt haben von dieser leitenden Körperschaft, die ja eigentlich ein Gremium sein sollten. Die konnten also nichts vernünftig abstimmen und konnten das auch nicht ändern, dass das irgendwie mal, dass sie das mal ändern mit dieser Zweidrittelmehrheit. Da konnten sie auch nicht drüber einig werden. Und also das war alles, das zeigt eigentlich, dass die leitende Körperschaft gar nicht damals wirklich, da wurde immer von geredet, aber nicht wirklich existiert hat, die ganzen ersten Jahrzehnte überhaupt gar nicht. Das kam nachher erst in den, ja, vielleicht so 80er Jahren oder so. Stück für Stück. Und dann war das auch noch so ein Clan-Gebilde, dass immer so 2, 3 Leute sich die Hände gehoben haben, da ihr Ding gemacht haben, die anderen dann alle nachgezogen haben. Aber das wird hier alles berichtet. So, und dann gucken wir mal, dann haben wir als nächstes. Dann kommt ein ganz großer Hammer. Auf der Seite 159 wird das berichtet und 160, da ging es darum, dieses ja, Wiegen sozusagen, wie es in der Bibel gesagt hat, wird mit zweierlei Gewichtsmaßen, ja, oder Gewichten. Das ist eine der schlimmsten Sachen, die da gelaufen sind. Und da haben nämlich hier in Mexiko, da wurde also die Religion sozusagen aufgehoben, also dass sie gar nicht mehr als Religionsgemeinschaft galten, sondern als Kulturverein. Und da gab es dann eben nur den Wachturm,
Die haben ja nicht gesungen oder gesungen nur doch schon, aber gebetet nicht mehr. Und die Bibel haben sie nicht benutzt. Also die haben sozusagen den Glauben abgesprochen, damit sie nicht als Religionsgemeinschaft gelten und weiter Handhabe über ihre Besitztümer, also Immobilien, behalten konnten. Und das war denen eben wichtiger. Und das hat eben, war 46 Jahre in Kraft, also nicht mal eben, nur mal kurz oder so. Also das war ganz lange. Und die konnten, da gab es in Mexiko noch was anderes, die konnten dann auch noch sich irgendwie freikaufen, dass sie da nicht zum Wehrdienst gegangen sind und so weiter. Und in anderen Ländern, da wurden die verfolgt in Afrika. Und ja, weil die da nicht diese Parteikarten da irgendwie da bezahlen wollten oder so eine ähnliche Sache. In Afrika wurden sie verfolgt, bis in den Tod zum Teil. Und in Mexiko sind die einfach alle möglichen, auch die Kreisaufseher, so, die haben sich da alle schnell mal freigekauft mit ein bisschen Bestechung und so weiter. Und das wussten die auch in Mexiko, die wussten von diesen Dingen in Afrika und hatten Probleme damit. Dann haben gesagt, wie kann das sein, dass wir das irgendwie machen können, dass das alles genehmigt ist, so von oben. Und hatten schon Bedenken und haben auch die leitende Körperschaft angeschrieben. Also da kam aber dann überhaupt nichts. Also das ist auch interessant. Könnt ihr euch auch mal angucken, ausführlich, was da wirklich passiert ist. Ich reiße das nur kurz an, sonst haben wir gar nicht die Zeit dazu. Ach so, ja, dann kommt hier auf der Seite 173, wird hier noch angeführt, dann geht er mal auf Russell zurück. Was da eigentlich so gemacht wurde, dass also viele Sachen mit 1914, dass die Zeit schon vorbestand, also schon lange auch woanders genannt wurde, auch bei den Adventisten, wo der Russell eigentlich, er war ja Mitherausgeber bei so einer Zeitschrift, wo er da mit drin hing sozusagen und auch andere Daten vorher schon für diese Themen, die damals angespielt wurden, 1914 schon gab. Ja, der Russell, alle Sachen, die er da bis zu seinem Tod veröffentlicht hat, da ist nichts von eingetreten. Nichts. Und das haben die alles geändert, haben gesagt, ja gut, dann ist das eben so und dann ist jetzt das und das, dann haben sich mal irgendwie was hingebogen. Also das ist schon sehr schlimm, wenn man das erstmal weiß und das ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt, damit man das, ja, dass man damit abschließen kann mit diesen Dingen. Für mich ist das Thema eigentlich hier schon im Großen und Ganzen gegessen, aber es gibt ja welche, die am Aufwachen vielleicht noch sind und das Stück für Stück jetzt noch kennenlernen. Und für die ist das eben gut und die sollten sich damit mal beschäftigen. Dann gucken wir mal, was hier noch wirklich erwähnenswert ist. Ja, das hatten wir auch schon angesprochen. Hier Seite 196 wird nochmal über Russell gesprochen, wie gesagt, dass sie da nichts erfüllt hat und was der so alles erzählt hat, was da alles kommen sollte und eigentlich nur enttäuschend alles war und sich als Gottes Mundstück bezeichnete, also der sozusagen wie Gottes Wort, sowas in der Art. Ja, also das ist schon unmöglich arrogant. Und das Schlimmste, was er ja gesagt hat, das wird ja hier auch in dem Buch erwähnt, dass er ja selber, selbst sein Onkel, der Frederick Franz, dass er das auch nochmal rausgeholt hat, dass der Russell gesagt hat, dass also deine Schriftstudien, wenn man die 2 Jahre liest, im Licht bleibt und wenn man nur die Bibel liest 2 Jahre, dann kommt man in die Finsternis. Das ist eine der schlimmsten Sachen, ist, die er so mitgekriegt hat und da gehört hat, wenn sowas eben gar nicht geht. Und dann sieht man erstmal, wer Russell eigentlich war. Also, dass der nicht im Himmel ist und da irgendwo wichtige Aufgaben bekommt, das ist ja wohl klar. Also der ist einer von der anderen Seite. Und die meisten Zeugen wissen das einfach gar nicht. Deswegen ist das Buch eben wichtig und dann kann man mit diesen Dingen, mit diesem Kapitel abschließen und dann kann man sich den interessanten Dingen der Bibel zuwenden. Ja, dann wird hier auf Seite 209 noch gesagt, also da wird das einfach mal gezeigt, wie man eigentlich so behandelt wird oder wie die Menschen angesehen werden, wenn sie ein bisschen anders sind. Ich lese mal diesen paar Zeilen vor. Was ohne Frage ist, ist logischerweise unfehlbar. Also jetzt mal die Frage, wie das geschrieben wird. Also es ist ohne Frage, dass das so und so ist, ja, haben sie da mal geschrieben. Zwar wird nicht direkt gesagt, es sei unfehlbar, doch im Grunde wird genau das behauptet. Und falls jemand Zweifel oder nicht überzeugt ist, so gehört er eben nicht zu den vernünftig denkenden Menschen. Auch das ist eine Einschüchterung durch Argumente. Die klare, stabile Wahrheit hat es nicht nötig, solche Waffen einzusetzen, sagte
Friends hier in seinem Artikel hier. Also das ist natürlich, ja, das ist was andauernd bei den Zeugen so ist. Ja. Wenn irgendwelche Sachen wieder aufgestellt, irgendwelche neuen Dinge erzählt und wer denn anzweifelt, ob das so richtig sein kann, naja, dann ist es unvernünftig. Und wenn du das nach anderen erzählst, dann verunsicherst du die und dann, ach, dann alles Mögliche wird dir da vorgeworfen. Ne? Ja, und auch hier bei Rutherford wird ja auch gesagt, ne, dass im Jahr 1941, gerade 16 Jahre nach 1925, wo natürlich auch alles nicht eingetroffen ist, dann wieder versichert wurde, dann hat also Rutherford gesagt, ne, dass er auf dem Kongress in St. Louis, dass da eben gesagt wird, dass bald treue Männer und Frauen auferstehen werden, was natürlich auch alles wieder nicht funktioniert hat. Und auf der anderen Seite 225, da wird dann gleich wieder erzählt, ja, und einige Jahre später, dann wurde schon von 75 geredet und wie das nächste Datum war, was natürlich auch wieder nicht eingetroffen ist. Also das ist einfach dermaßen der falsche Prophet, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Es ist einfach alles nicht eingetreten. Und es wird aber bei denen natürlich anders verkauft. Und da muss man eben richtig aufpassen und sich doch mal auch Informationen von woanders holen. Und das ist auch ganz legitim, auch wenn die Zeugen sowas das verbieten. Ja. Und dann wird das immer so rausgelegt als zunehmendes Verständnis, helleres Licht und unser fortschreitendes Verständnis und so weiter. Ja, ja, und wir müssen denen so dankbar sein, weil die so viel rausgefunden haben, was alles nicht gestimmt hat. Ja, hinterher kann man drüber lachen, manche ja, vielleicht nicht und manche sind vielleicht ganz zerknirscht oder haben sich umgebracht, weil sie es nicht verkraften konnten, was auch immer. Habe ich auch schon von berichtet. So, gucken wir mal. Das sind so viele Punkte, ich kann die gar nicht alle besprechen hier. Das Interessante ist noch hier, 270, da wird dieser Edward Dunlap berichtet, der darüber hat er berichtet, denn dass der wirklich über 40 oder 40 Jahre lang Lehrer bei der Gilead-Schule war, also bei der höchsten Ausbildungsstufe sozusagen bei den Zeugen Jehovas, da war der Unterweiser, also der Lehrer sozusagen. Und wie die den behandelt haben, als dem was schlecht ging und er krank war, dass sie denen noch schwere Arbeit gegeben hatten und so alles. Also hier werden massiv Menschen auch zerschreddert, was er auch beschrieben hat, auch bei anderen, die denn hier gekommen sind, die auf Seite 274, die im Ausland Missionardienst waren, die auf eigene Kosten zurückfliegen mussten, obwohl die schon jahrelang der Treue gedient haben. Das haben wir auch in Malaysia gesehen, als ich mit meiner Frau da war. Wir haben gesehen, wie massiv Missionare zerschreddert werden, weil die werden in engen Buden gesteckt und müssen sich da andauernd alles teilen und haben nicht mal ein bisschen ein Revier sozusagen, also eine Ruhe, also Raum für sich, sondern kriegen oft einen Revierkonflikt. Also wer sich mit neuer Medizin auskennt und sich damit beschäftigt hat, der weiß genau, was ich meine. Und da gibt es eben ganz schwere Erkrankungen nachher, wenn die einfach sich in die Haare kriegen und so weiter. Wir haben das oft gesehen und die wurden dann einfach natürlich, mussten nach Hause und für die ist dann alles vorbei, denn, ne, weil die einfach sehr schwer krank sind. Oder wir haben dann, die haben dann bei uns gewohnt, das Betler hat einmal angefragt, ob wir die nicht bei uns unterbringen können, weil die gar nicht wissen, wo sie die hinstecken können. Und wir hatten eine große Wohnung in Malaysia und dann haben wir die bei uns untergebracht. Und dann habe ich schon zu meiner Frau gesagt, wenn wir die uns nicht in deren Angelegenheiten einmischen, dann werden wir wahrscheinlich auch mit denen sehr gut auskommen. Und das war auch so. Und wir wussten auch, dass die anderen einfach so eine Quarktaschen waren, die den ständig vollgelabert haben und sich in deren Angelegenheiten einmischen. Und da können die noch so eine Ausbildung da in Patterson oder sonst wo gehabt haben. Das ist alles völlig wurscht. Ich kenne das ja auch von Vorträgen von anderen Missionaren, die genau das Gleiche berichtet haben. Und das ist aber eben, man sieht eben, dass die sehr viele krank werden, das nicht mehr schaffen oder weiter können. Und dann geht es eben weiter. Und das ist eben bei den Sieben-Tags-Adventisten wieder ein bisschen besser. Die haben Krankenhäuser, die haben Schulen. Die sorgen sich mehr um ihre Leute, deswegen sind die auch viel mehr gewachsen in den letzten 20 Jahren. Und die Zeugen Jehovas eben weniger oder die wachsen jetzt kaum noch. Und ich denke mal, das wird eher rückgängig sein bei denen die nächste Zeit. Die können froh sein, dass sie die noch behalten mit ihren vielen Fernsehprogrammen. Können sie das vielleicht schaffen? Aber es geht alles auf Kosten der Verkündiger. Ja, dann lasse ich das jetzt mal, da sind wie gesagt noch ein paar kleine einzelne Punkte oder vielleicht auch natürlich wichtige Punkte, klar, aber was eben Franz nachher zum Schluss noch eben sagt, das finde ich eben sehr interessant, dass er eben dann bringt, dass eben die Hausgemeinden, dass man eben mit zwei oder drei Leuten zusammen die Bibel liest, dass das eben wirklich das Wahre ist und dass man das machen sollte und auch wenn man ein paar mehr sind, dann kommen natürlich ein paar interessantere Antworten und so weiter. Aber es hat ihm mehr gebracht, als da irgendwie große Kongresse und Vorträge und woanders mit vielen Leuten. Das hat auch nicht weitergebracht. Also das bringt wirklich jemand Gott und Jesus weiter, wenn man also diese Hauskreise bildet und sich trifft und die Bibel zusammenliest, als irgendwelche andere Literatur von irgendwelchen Organisationen. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich will jetzt das abschließen und wünsche euch alles Gute. Macht was draus und liest dieses Buch bitte.
Und dann alles Gute bis die Tage. Tschüss.